Willkommen zurück beim VfL Osnabrück. Hannover zu Hause nach den zwei Siegen gegen Köln und gegen Palermo. Jeweils mit drei Gegentoren, das ist zu viel. Aber die drei Punkte, die waren wichtig jetzt erstmal. Ich hoffe, die holen wir auch gegen Hannover. Osnabrück gegen Hannover, ein kleines Niedersachsen-Derby. Gladbach, Bochum, Leipzig, Dortmund, Bayern, Hamburg mit Goretzka, stärkster Spieler auf dem Feld. Horn vor seinem 400. Spiel in der Liga. Und wir haben noch eine Nachricht vor diesem Spiel. Ein neues Talent wurde entdeckt. Links Mittelfeld, Tim Fink, 10 Sterne. Leider. Hier hat er ungern. Aber klar, nehmen wir ihn auf, den können wir gebrauchen. Und dann geben wir nochmal hier rein. Geben eine zusätzliche Siegprämie von 20.000. Ich bin am überlegen, ob ich die mal weiter hinten starten lasse. Ne, ich lasse es nochmal so. Gucken uns das nochmal an im Spiel gegen Hannover. Bei Ender war auch nicht groß was. Schönfeld ist in Topform, Werner auch. Halten sie jetzt hoffentlich bei im Spiel gegen Hannover. Heute will ich sehen, dass ihr Gras frisst. Ligaspiel gegen Hannover, Heimspiel. Abwehr ist nicht so sattelfest im Moment. 6 Gegentore in den letzten 2 Spielen, dafür aber auch 8 geschossen. Hoffentlich wird es heute besser. Los geht's. Dolberg-Werner, unser neues Traumduo im Sturm. Die starten den Sturmlauf. Werner wird gerade noch so aufgehalten. Henrichs holt den Ball zurück. Dolberg, wieder Werner und das ist 1-0. Zweite Minute, zweites Tor im Wettbewerb. Da kommt der Pass auf Werner und er verendet schön in den Winkel. Der Keeper von Hannover chancenlos. Das war abseits. Amon macht da genug Druck, holt den Einwurf raus. Hannover versucht zu kontern, wird aber aufgehalten. Schönfeld über die Außen, bringt den Ball rein. Sanchez auf Schul, Werner, nächste Chance. Und jetzt hält Bogdan. Wieder Dolberg, den Ball erobert. Schönfeld verliert ihn. Hannover versucht den Konter, steht aber sehr tief drin. Amon auf Dolberg, Dolberg mit dem 2-0. Kasper Dolberg. Schönes Tor. Schönfeld auf Schul. Wird gestoppt. Wieder Schönfeld über die rechte Seite. Leider mit Fehlpass. Aber Tah passt heute auch. Defensive funktioniert heute. Dolberg nur wieder mit seinen Fehlpässen nach vorne drin. Schul. Werner, fast das 3-0. Knapp daneben. Weiter Abstoß. Hannover jetzt mal mit einer Chance. Nein, abseits. Ja. Da schlägt die Abseitsfalle zu. Dolberg auf die Außen zu Schönfeld, Schul und knapp daneben wieder. Schade, schade. Langer Ball nach vorn. Jetzt mal eine Chance. Nein, wieder abseits. Super Abseitsfalle heute von Osnabrück. Lionel in die Mitte. Sanchez mit dem Fehlpass. Das sieht man selten. Stark erobert super den Ball zurück. Werner auf Dolberg. Im letzten Moment gestört. Sanchez gegen Bakalorz. Ah. Das gibt Gelb. Da wird Meier kommen dann zur Halbzeit. Jonathan Tah beschwert sich. Spielt eigentlich auch nur den Ball.
Schul, langer Ball nach vorne, den kriegt Werner noch. Kein Abseits. Wird zur Ecke geklärt. Bring den Ball rein, Dolberg auf Schul, Schul mit dem 3-0 vor der Pause. Robert Schul. Sehr gut. Vorlage von Dolberg. Sanchez hat das da auch sehr gut gemacht, die Ecke angenommen und dann schön den Ball verteilt. Eckstein, jetzt versuchen es mal. Hannover jetzt mit dem ersten Angriff. Nein, so wird das nichts. Aber sie spielen es offensiver. Dolberg nochmal. Dolberg auf Werner. Werner 4-0. Timo Werner. Heute klappt's. Zu 0 hier zur ersten Halbzeit. 5-1 führt Bayern schon gegen Hamburg. Tar geht runter, dafür kommt Meier. Spielergespräche. Ja, zweite Hälfte können wir für Schul den Gießen bringen. Und vorn rein Schneider für Dolberg. Dann gehen wir schon rein in die zweite Hälfte. Dreifach Wechsel. Wir riskieren es. Handspiel. Gibt einen Freistoß. Für Osnabrück. Schön auf Schönfeld. Leider kommt der Ball nicht an. Eckstein, super Chance. Ach, so geklärt. 6-1 jetzt schon, die Bayern. Goretzka trifft gegen Hamburg. Oh nee, Presser patzt, Schnellbacher trifft, Luca Schnellbacher. 4-1 nur noch. Presser segelt da durch den Strafraum, trifft den Ball nicht richtig. Jetzt nochmal Lionel über die linke Seite, bringt den Ball in die Mitte, kommt aber nicht beim Mitspieler an. Eggestein. Jetzt hält er. Sehr gut, Presser. Gießen kriegt den Ball da nicht durch. Sanchez erobert den Ball. Auch Schneider. Grünfeld. Wieder der Ballverlust. Gießen. Schön zu Amand. Jetzt wird stärker Druck gemacht von Hannover. Die wollen die Bälle jetzt früh erobern. Das gelingt auch im Mittelfeld schon. Wir kommen da kaum noch durch. Eggestein. Nächste Chance. Henrichs. Wieder den Ball erobert. Sehr aggressiv das Ganze jetzt. Schönfeld, schöner Konter jetzt. Komm, bring ihn in die Mitte, Schneider. Und der macht ihn nicht rein. Schön gekontert. Ich glaube, ich ziehe die Mannschaft mal ein bisschen zurück. Wir kontern jetzt auch eine Runde. Machen wir die Abseitsfalle aus. Und kontern. 9-1 Bayern. Was ist da denn los? Der HSV völlig auseinandergenommen. Werner und das 5-1. Schönes Tor von Werner. Aber was ist denn da mit den Hamburgern los? Da machen es die beiden aber nochmal spannend da hinten. Presser und Meier. Lionel. Henrichs auf Schönfeld. Er setzt sich durch. Bringt den Ball zu Schneider. Das ist zu schwach. Wechsel nochmal bei Hannover. 5-1 weiterhin. Werner auf Schönfeld. Ne, da kommt er nicht ran.
9:2 jetzt Hamburg-Bayern. Verrücktes Spiel. Schönfeld super durchgesetzt auf den Außen. Amon mit der Chance im letzten Moment verhindert. Gelingt uns hier nochmal ein Angriff. Gießen mit dem Fehlpass. Kresser kann nur per Faust klären. Bringt dann aber den anderen Ball. Deutlicher Sieg. Durch einen Torwartfehler ein Tor kassiert. Bin sehr zufrieden mit der Mannschaftsleistung. So kann das gern weitergehen, aber was waren das denn hier für Spiele? 9:2 Bayern-Hamburg und 8:2 Freiburg-Schalke. Da sind mal Tore gefallen an diesem Spieltag. Wahnsinn. Schön hier angenommen von Werner und dann vollendet er. Und hier Dolberg. Eine Drehung, zack, ist der Ball drin. Und schöner Pass auf Schuhl. Das dritte. 3 Tore aufgelegt von Dolberg, 1 selbst geschossen. 3 Tore von Werner. Schneider hat auch nochmal eins aufgelegt von Schuhl. Auch noch getroffen. Statistiken zum Spiel. 5 Schüsse aufs Tor, 5 Schüsse drin. Und hier die Ergebnisse. Ja, die beiden Spiele. 9:2 Bayern München HSV, Freiburg verliert 2:8 gegen Schalke 04. Wir sind wieder auf einem internationalen Platz dank des Sieges. 9 Punkte jetzt.